Elf über Flieger, elf echte Sieger. Sieger! Wer siegen will, trainiert auch viel. Und unser Traum führt uns ans Ziel. Schon bald sind wir die Besten des Landes. Denn wir leben nur für das Spiel. Auch zwischen uns gibt's manchmal Streit. Doch dauert der nie lange Zeit. Unsere Mannschaft hält immer zusammen. Freunde für die Ewigkeit. Wir spielen meisterhaft in jeder Meisterschaft. Bei einer Mannschaft, die zusammenhält am meisten schafft. Wir sind die Supermacht in jeder Fußballschlacht, die auch die schwersten Gegner zur Fliege macht. Kommt schon Leute, wir zeigen ihnen, wie wir mit ihnen zu mal sauber Fußball sehen. Spiel weiter, weiter, weiter am Ziel. Elf Überflieger, elf echte Sieger. Sieger! Jeder Tag ist für uns wie ein neues Spiel. Und zusammen schaffen wir noch mal so viel. Wir sind eine Mannschaft in der Team, das brennt. Die so schnell wie 100.000 Blitze rennt. Weiter, weiter, weiter am Ziel. Elf Überflieger, elf echte Sieger. Sieger! Fußball ist die Kraft, die uns vereint. Die Kraft, mit der kein Weg zu weit erscheint. Diesen Geist, der unsere Elf zusammenhält. Tragen wir nach draußen in die ganze Welt. Weiter, weiter, weiter ans Ziel. Hey! Inazuma 11 2 Feuersturm. Ihr habt Marc gehört. Willkommen zu Inazuma 11 2 Feuersturm, meinem neuen Let's Play Projekt. So, ich gehe mal gleich ins Menü rein, sonst kommt es wieder ein weiteres Mal. Und das wollen wir ja nicht. So, dazu habe ich einiges zu sagen, aber das Ganze erst einmal im Part an sich. Ich gebe meinen Namen, mein Otaku, der passt da gut rein, oder? Na, Gambling passt nicht rein. Otaku wird schon passen. Und sage danke. Danke fürs Zugucken, genau. Danke fürs Einschalten, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Projekt. Und ja, ich klicke auf OK. Und sage viel Spaß bei meinem neuen Projekt Let's Play Inazuma 11 2 Feuersturm. Infos gleich nach einer schönen Cutscene. Mark? Ja? Mark, wach auf, du Schlafmütze! Ja, gleich. Heute ist doch wieder Training. Willst du etwas mitkommen? Ach, dieses verdammte Fußball, ich kann's nicht mehr sehen. Ach, Mark, zum letzten Mal raus aus dem Bett! Ja, ja. Gott, Mütter. Schlimmer wie Frauen. Los, du Faulpelz, du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Nur, ob ich das kann. Oh. Lass mich in Ruhe, Mama. Genau, verpiss dich. Dich bestimmt nicht in Ruhe. Du hast sicher kaum geschlafen, weil du die ganze Nacht an das Training gedacht hast. Ich habe die ganze Nacht eigentlich was anderes gemacht, aber das geht dich eher nichts an. Jetzt mach schon. Sieh dich an und komm runter zum Frühstück. Ich bin schon angezogen. Wieso ist er angezogen im Bett? Ich verstehe das nicht. Endlich verpüsste sich. Ich komme ja schon. Heute geht das Training los. Oh, schon wieder Fußball, das gibt's doch nicht. Ja, macht's Klick. Heute geht das Training los. Genau. Darauf habe ich so lange gewartet. Und ich erst. Und raus aus den Federn. Geht ab wie ein Zäpfchen. Wunderbar. Zuerst mal schön frühstücken, ein schönes Onigiri bzw. Reisbällchen. Weißt du was? Ich habe von Opa geträumt. Er hat mir Ratschläge gegeben. Und leider wird die synchronisierten Dialoge nicht sehr, sehr, sehr oft vorkommen, soweit ich weiß. Also ich habe da ein bisschen reingespielt und ich weiß, am Anfang gibt es so 5 bis 10 Minuten für diese vorgelesenen Sätze und danach muss ich das wieder übernehmen. Wunderbar. Also, gewohnt euch nicht dran. Gib niemals auf, Mark. Wenn du es wirklich willst, dann kannst du alles erreichen.
Genau. Und es gibt kein Spiel, das man nicht gewinnen könnte. Außer in Azuma Level 2. Aber vielleicht schaffen wir das auch. Ach ja, mein Opa. Der alte Sack. Mark, rede nicht und beeil dich, es ist Zeit. Ja, ja. Deine Freunde finden es sicher nicht gut, wenn ihr siegreicher Captain zu spät kommt. Ach, die können doch warten. Hä, ich hab Freunde? Was? So spät schon? Schnell die Sachen packen und auf zum Flussufer. Mama, es geht's los. Ich werde dich stolz machen, Opa. Achtung, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir und los geht's. Meine Güte. Der Junge hat wirklich nichts außer Fußball im Kopf. Und seine drei Bitches. Von wem er das wohl hat? Der Opa, was hat die denn für Arme? Sind das Minecraft-Arme? Das sieht ein bisschen ungesund aus, aber okay. Und da war noch ein Bild von Opa. So, by the way. Nelly! Und angebumst! So macht das ein Gentleman. Perfekt geschauspielert. Wie im Real Life. Entschuldige, Nelly. Geht es dir gut? Ach, Nelly, ich freue mich. Ja, ich bin okay und du? Tut mir leid. Ach, passt schon. Ich bin okay. Ich weiß, du bist aufgeregt, weil das Training wieder anfängt, aber übertreib nicht gleich. Ach komm, es ist, als hätte ich seit Ewigkeiten nicht mehr mit dem Team trainiert. Und das stimmt sogar. Also ich weiß, in der Azuma Level 1 habe ich vor 2 Monaten rum beendet. Dazwischen gab es noch die Azuma Level Freundschaftsspiele, das war vor einem Monat ungefähr fertig. Ne, das ging länger. 2 Monate ging das Freundschaftsspielprojekt. Das heißt, das war 3 oder 4 Monate her. Gott, ist das Alter, ganz schön lange her. Ja, auf jeden Fall freue ich mich extrem darauf, dass ich Azuma Level 2 spielen kann. Das wird richtig hammergeil. Ich freue mich schon übelst drauf. Ich habe das wirklich ein bisschen vermisst. Da brauchst du nicht lachen. Aber du hast allein trainiert, stimmt? Am Turm. Hm? Woher weißt du das? Weil sie eine Stalkerin ist. Der hat schon im ersten Teil schon ein bisschen rumgestalkt öfters. Das Ach, weiß ich noch. Wahrscheinlich ist schon wieder am Flussufer. Genau. Gehen wir. Und los geht's. Mal wieder. Better Love Story Sans Twilight. Und wir sind im Gameplay-Bildschirm. Wunderbar. Jetzt können wir rumlaufen. Wunderbar. Yeah. Walk like a Assi. Schön. So. Wir kommen leider nicht weiter, denn wir müssen in Richtung Flussufer gehen. Wenn wir jetzt hier lang gehen, spricht Nelly schon nicht mehr. Sollten wir nicht direkt zum Flussufer gehen, Mark? Na klar. Da können wir noch mit ganzen Leuten hier quatschen. Ja, ja, ja. Ach, Frauen. Ja, 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 ich will doch nur... Ach, verdammt, Alter. Gut, dann muss die grünhaarige Lady warten, dann muss ich mal mit ihm quatschen. Hallo, Mark. Du bist ja heute wieder ein echtes Energiebündel. Mach weiter so. Kein Problem. So, da unten ist das so eine Art kleines Tutorial. Kann ich wieder rein? Ach, da ist eine Kiste. Ist ja cool. Was haben wir hier Schönes drin? Ein Reisbällchen. Also ich sagte immer ohne Giri dazu, aber Reiswäldchen passt auch. Meine Fresse, ich kann ja nie nirgendwo hin. Zum Spielplatz. Alter! Gott! Ach, der arme Mark. Und jetzt? Ach, Andy, Hallöchen. Oh, hallo Mark. Na, da früher zum Training, was? So kenne ich dich. Nicht vergessen, wenn du müde wirst, wähle Menü Speichern aus. Welches Menü? Es wäre doch schade, wenn du das Speichern vergisst und dein ganzer Trainingsfortschritt verloren ginge. Das wäre echt ein bisschen scheiße. Oh, eine Sache noch. Siehst du das leuchtende Ding dort drüben? Jo. Du kannst es nutzen, um deine Energie wieder aufzufrischen. Probier es nach einem anstrengenden Match mal aus. Du kannst deine Energie auch mit bestimmten Items wieder auffrischen. Da gebe ich Mineralwasser, Milch und Sportdrinks und Ähnliches, glaube ich. Ich habe das nie gelesen, was ist. Ich habe es einfach nur reingepfiffen, damit ich wieder gut im Saft bin. Ich glaube, es ist auch Saft, ich weiß gar nicht.
Du kannst diese und weitere Hinweise nochmal nachlesen, indem du den X-Knopf drückst und Systeme und dann Hilfe auswählst. Danke. Ich würde dir gerne noch mehr erklären. Aber jetzt gehen wir zu dem alten Mann da drüben. Ein alter Mann am Spielplatz, da würde ich natürlich sehr gerne hingehen. Ihr habt mir alles beigebracht, was ich weiß. Warum holst du denn nicht die Infos aus erster Hand? Hey Leute, ich bin hier! Speichern! Gut, die Leute, die bei mir in der Summe Level 1 gesehen haben, werden das nicht gerade so prickelnd finden, beziehungsweise spannend. Denn das Ganze ist exakt dasselbe. Wir können einfach speichern im Menü. Und wir können Erholungspunkte nutzen, um KP und TP aufzufrischen. KP ist wie HP. Beste Erklärung, KP ist wie HP. Also die Kraftpunkte sind die Energie und Technikpunkte sind so Art Mana, wo man dann im Spiel die Techniken einsetzen kann. Mal relativ gut, leicht so erklärt. Trotzdem ein bisschen blöd erklärt, aber okay. So, und da können wir einfach die Items nutzen, um zum Beispiel die Energie oder die ganzen Sachen wieder aufzufrischen. Also so Art Potions und Aether. So, dann gehen wir mal zum alten Mann. Warum wir auch immer zum alten Mann gehen wollen. Guten Morgen, Mark. Du bist wohl in Eile. Wenn du schneller laufen möchtest, führe den Touchscreen über den Touchscreen. Los, probier es mal aus. Bück dich. Führe den Touchscreen über den Touchscreen. Das ist keine leichte Aufgabe, das können wir schon. Yeah, like a boss. In Ordnung. Du kannst jetzt wieder zu mir kommen. Komm schon, Junge. Komm zu Opa. Ich habe ein Lolli für dich. Leck mal. Gut gemacht. Natürlich kannst du dich mit dem Steuerkreis bewegen. Aber dann bist du so langsam wie ich. Um schneller zu laufen, halte den B-Knopf gedrückt und drücke das Steuerkreuz in eine Richtung. Benutze einfach die Methode, die dir am besten gefällt, junger Mann. Ach, Mann. Ach ja, warte kurz. Das hätte ich fast vergessen. Ach, dieses verdammte Alzheimer. Dein aktuelles Ziel ist auf der Karte auf dem oberen Bildschirm markiert. Schau dich mal auf den oberen Bildschirm. Das sieht gerade ein bisschen like, komisch aus, damit wenn der obere Bildschirm ja links ist. Siehst du die blinkende Textbox? Dort steht, was du als nächstes tun sollst. Aha. Außerdem zeigt dein Pfeil auf der Karte, in welche Richtung du gehen sollst. Das ist gerade ein bisschen blöd, denn hier muss man einfach nur auf die Landkarte kommen und da kommt man in jede Richtung. Also egal, ob ich jetzt nach oben gehe oder einfach nur auf die Hauptstraße nach links oder rechts. Und ich glaube, wenn ich hier nach oben so schräg rechts rüber gehe, also aus allen Windrichtungen, müsste ich einfach auf die Karte kommen normalerweise. Sonst noch was, Opa? Ach ja, und eine Flagge markiert das Ziel. You don't say. Das alles hilft dir, nicht zu spät zu kommen und dich nicht zu verlaufen. Okay, alles klar. So, dann quatschen wir mit dem kleinen Jungen hier, warum auch immer. Jemand hat meine Sandburg ruiniert. Wer hat das gemacht? Wer war das? Scheint wieder irgendwelche Schläge oder was? Oh, das ist ein Hund. Hund? Hallo? Ruff. Hoppla, ich glaube die Sandburg von Jung kaputt getrampelt. Da haben wir schon einen Übeltäter. Aber das ist egal. So, ich quatsche mal mit allen, die hier rumwuseln. Das habe ich eingesackt. Kann ich nach Hause? Kann ich zu Mama? Könnte ich sogar. Cool, muss ich noch mal gucken, was ich da machen kann. Am besten mal die Lady in Grün. Ich verstehe. Mark lebt also in einem Einfamilienhaus mit seinen Eltern. Er hat keine Geschwister. Ich schreibe eine Biografie über Mark in der Schülerzeitung. Damit werde ich bestimmt viele Preise abräumen. Ganz bestimmt. Ich bin Mark. Das heißt doch dann, ich schreibe eine Biografie über dich. Oder nicht? Das sind doch ein paar Fans wahrscheinlich. Wow, hier bist du als der Captain des Rayman-Teams. Sie haben die Football-Frontier gewonnen. Hast du das mitbekommen? Nee, aber ich bin der Captain, also ich glaube schon, dass ich das mitbekommen habe. Das ist das langweiligste Date aller Zeiten. Bring dich mit glatt zu dem Haus von irgendeinem Typen, den keiner kennt. Shut up, bitch. So, und was hast du zu sagen? Meine Mama hat entschieden, dass ich mit Fußball anfangen soll, um so zu werden wie du. Ich bin aber leider völlig unsportlich. Tja, da hast du Pech gehabt. Da sind nur zwei Pylonen, zwei Mülleimer. Sprich, da komme ich nicht so weit und da ist abgesperrt, leider. Und das ist noch eine alte Oma.
Dein Opa wäre stolz auf dich, Mark. Wenn er noch bei uns wäre, der würde dich bestimmt anfeuern. Mach weiter so. Gott, Joma hat einen ziemlichen Stimmbruch. Hört sich nicht gerade so gesund an. Das nach Opa. Das ist doch der Pedo-Opa, oder? Aha, dein Bruder vom Pedo-Opa. Wahrscheinlich die im Weglaufen fängt ihr. Der kleine Mark, wie läuft's beim Fußball? Spitze! Ich bin wieder on the road. Und ich freue mich, wenn ich nutze, das ist übelst geil. Ich habe mich so übelst drauf gefreut. Das sollte ja vor einem Monat schon kommen, aber ich kam irgendwie nie dazu. Da ich noch die anderen Projekte habe und das Internet meint, ein bisschen langsamer hochladen zu müssen, wie sonst auch. Also noch langsamer, wie sonst auch. Und dann war noch der kleine MVP-Battle, wo ich mal mitgemacht habe. War auch ziemlich witzig und ja. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. So, und ich habe mit einem gequatscht, soweit ich weiß. Jo, und die Küste eingesagt und weiter geht's. Also ist egal, wo ich hingehe, aber ich gehe mal da lang. Da der Pfeil hier hin zeigt. Zur Hauptkarte, natürlich. Und inzwischen, der erste Part ist leider fast schon rum. Tja, Cutscene und ein bisschen Katschen, das dauert leider ein Weilchen. So, ab zum Flussufer. Das sind schon meine Teamkameraden. Ich zeige mal das Menü, da kann man alle sehen. So, da haben wir mal die ganze Mannschaft von Mark, Nathan, Wallside, Jim, Ironside, Steve, Timmy, Sam, Max, Sharp, Kevin und auf der Ersatzbank, da wo er hingehört, Willi. Mit was ganz Interessantem. Wie man schon sehen kann, haben die alle die alten Schusstechniken, Dribbeltechniken, Verteidigung, Torhüter. Ich glaube, das war's. Ironside hat nichts, der steht blank da. Und bei Willi ist Fäh. Das wird wahrscheinlich Fähigkeit oder sowas heißen. Da, wie war das? Spezialtechnik, genau so. Spezialtechnik Fäh, Pechvogel. Senkt zufällig die Erfolgschance in Zweikämpfen. So ein Pech. Und mit so einer kleinen Fähigkeit ist natürlich auf der Satzbank richtig aufgehoben. Was bedeutet, ich werde den nie einsetzen. Den habe ich schon im ersten Part übelst gehasst, auch wenn er ein bisschen so aussieht wie ich. Aber naja. So. Dann gucken wir nochmal ein bisschen um. Das Training an sich mache ich jetzt im nächsten Part, da komme ich leider nicht mehr dazu. Also eigentlich schon, aber da ist Wasser. Wasser. Das bringt relativ wenig, wenn ich jetzt anfange und dann das meiste davon erst im nächsten Part beginnt. Also guck mich hier noch ein bisschen um und schon mal frische Stollen. Da hat die ganze Mannschaft noch ein, die alten Raymond Stollen. Schuhe, die vom Raymond Team schon seit Jahren verwendet werden. Sehr schön. Wer immer diese Stollenschuhe trägt, spürt sofort frische Energie in sich aufsteigen. Schnelligkeit plus 1 bringt jetzt wahrscheinlich für den Torwart relativ wenig, aber warum nicht? Ich denke, Nelly wird das nicht anziehen, da sie zu wenig Absätze haben. Für die feine Dame. So. Komm schon. Ich will durch. Da ist nix. Hat sich voll gelohnt. Oh, Stanley. Es wäre meine Ehre. Hihi. Aha. Mann, lass mich doch durch. Maria. Hättest du vielleicht Lust, mit mir ein Ding ins Ruderboot zu fahren? Mit mir, nur wenn du, ich will dich doch nur ficken. Ach, auch eine schöne Love Story. So, da sind auch einige Leute, ich kann schon mit allen gut, müsste zeitlich passen. Ein paar Kinder auf dem Spielplatz belästigen. Glückwunsch zum Sieg, Rayman Elf. Lasst mich durch, ich stecke im Busch fest. Hört sich ein bisschen falsch an beim Kinderspielplatz. Ich stecke im Busch fest. Ihr habt das Football-Faultier-Turnier gewonnen. Ihr habt's geschafft. Super. Aber ich frage mich, was ist denn eigentlich ein Football-Faultier? Das bin ich. So, da ist eine Katze. Miau. Was ist denn das für ein leuchtendes Ding? Ja, das ist das Wappen der Rayman, beziehungsweise der Rayman-Schule. Oder war es das von Inazuma Eleven selbst? Glaube ich nicht. Und da kann man seine Energy auffrischen, aber bringt relativ wenig, da wir gut im Saft sind. Also wir sind alle topfit. Vor allem ihr, weil ja ich ein ihr ist. So, und du? Mark, bist du auf dem Weg, um mit deinen Freunden zu trainieren? Viel Spaß wünsche ich dir. Danke, Mr. Mächtigen Axel. Zumindest siehst du so aus. Und ein alter Sack im Kinderspielplatz.
kannst du die frische Flussluft. Heißt das nicht Seeluft und salzig? Ich weiß nicht. Kannst du die frische Flussluft riechen? Ich komme jeden Morgen hier, um meine Lunge ein wenig davon zu gönnen. Tja, um wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen zu qualmen, das bringt relativ viel. So, dann habe ich die Kinder schon belästigt. Die Katze habe ich auch schon hart drangenommen. Ihn auch schon. Gut, dann würde ich mal sagen, ich guck mal. Nö, da wollte ich nicht gucken. Gehe ich jetzt zum nächsten Bot hin. Da ist nämlich schon der kleine Bolzplatz, wo früher die der Inazuma Kids Fußballclub trainiert hat, der Kinderclub. Und das ist halt wieder unser hauptsächliches Bolzplatz. Da haben wir im ersten Teil von Inazuma Eleven ziemlich viel trainiert. Habe ich euch schon? Ich glaube nicht. Ohne Fleiß kein Preis, Schatzi. Hopp, hopp. Mein geliebter Gatte hat von in letzter Zeit ein paar Pizzas zu viel verdrückt. Ich helfe ihm, die Kilos wegzutrainieren. Da hilft nur Bettsport, meine Liebe. Hallo? 1, 2, hopp, hopp, 3, 4, hopp, hopp. Dab, 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 jo, das waren jetzt, ah, halle. Dann geh ich mal da noch von, lass mich durch, du Hundesohn. So, da ist noch die alte Oma, das passt schon noch von der Zeit her. Sie ist einfach zum Stehen eingeschlafen. Ja, und damit ihr nicht einschläft, würde ich mal sagen, das war's vom ersten Part von Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm, wenn ich mal durchkomme, danke. Meine Fresse, diese alten Omas. Furchtbar. Geh mal. Ach, Oldschool mit Steuerkreuz, so. Das war's auf jeden Fall vom ersten Part von Let's Play Inazuma Eleven 2 Freundschaftsspiele. Ich hoffe, ihr freut euch extrem auf dieses Projekt, genauso wie ich. Ich freue mich übelst drauf. Vor allem die Story, die wird richtig, richtig geil. Ich weiß nur ein bisschen was, aber ich glaube, das wird verdammt krass. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma Eleven 2 Freundschaftsspiele. Ciao!